Heute haben wir drei Content Creator mit drei unterschiedlichen Strategien, deren einziges Ziel es ist, so lange wie möglich zu überleben. Alvi geht dabei ins Wasser, Flo macht hier einen auf Bushcamp Dab und meine Strategie ist was ganz Besonderes, und zwar ich habe mir auch einen blauen Skin angezogen und werde mich auf die Reboot Vans oben draufsetzen und hoffen, dass mich da keiner findet. Alvi, Magicin, ihr werdet jetzt Plug gemacht, ne? Ich werde so campen. Ja, das ist der Sinn und Zweck von dem Format, sage ich dir. Achso, ja, ich wollte es nur mal kurz erwähnen, dass die Leute das wissen. Oh mein Gott, ich habe die neue Drumgun. Die ist ja übel wild. Noch eine Sache, Jungs. Man darf keinen Damage an anderen Gegner machen. Ihr dürft aber natürlich abhauen, das ist erlaubt. Oh, es gibt sogar Schildbubbles. Ich glaube, Schildbubble könnte auch richtig wichtig werden, ne? Also ich mache mir gerade ein bisschen Schild, dann campe ich mich gleich in meinen ersten Busch rein. Und wenn Flo und Alvi einfach nur weiter gelootet haben, habe ich schon den perfekten Loot gehabt und habe mich direkt auf den Weg zu meinem ersten Reboot-Van gemacht. Echt guten Loot, ne? Ich habe Flügel, ich habe Flowberries und ich habe Impulse-Nate. Und während ich mich auf den Weg gemacht habe, hat Magicin auch schon seinen ersten Spot gefunden, wo aber auch direkt die ersten Gegner waren. Okay, ich habe meinen Spot hier, glaube ich. Wohl? Ist schon ziemlich kacke. Nein, da kommt einer. Ey, was geht ab? Da ist ein Team, ey, Jungs, was geht, ey? Oh, ja, das macht ihr gut. Rotiert schön weg von mir, ja. Und während Magicin jetzt einfach weiterhin im Baum saß, hat Alvi die ganze Zeit geangelt und hatte dementsprechend schon 12 Flopper. Boah, ich bin so stacked. Ich habe 12 Flopper. Währenddessen war ich aber schon bei meinem Reboot-Van angekommen und war auch schon in Position. Okay, wir sind jetzt hier beim Reboot-Van angekommen und wir werden es jetzt hier einfach draufsetzen. Ich hoffe, ich habe die... Oh, die Farbkombination passt, glaube ich, sehr gut. Und wir nehmen uns jetzt hier, ich glaube, die Nades in die Hand. Das ist sehr gut. Jetzt darf es einfach nicht passieren, dass ich Headshot-Snap werde. Wenn ich jetzt Headshot-Snap werde, wäre es richtig, richtig kacke. Und wenn ich jetzt schon in Position war und einfach bloß gewartet habe, wurde Alvi aus dem Nichts gefightet. Dass ich jetzt dass ich die Lead gemacht habe. Oh, Alvi ist low. Wisst ihr? Oh. Es ist komplett los. Bitte geh. Oh mein Gott, das ist ein komplettes Lost-Squad. Nein. Aber ich muss weg hier. Da kommt nochmal ein Squad. Ach du Heilige. Bei mir kommen zwei Squads angelaufen. Hey, Jungs, na, was geht da oben? Alles fit bei euch? Was machen die da? Oh mein Gott, das ist das Lostste, was ich jemals gesehen habe. Bro, da hinten ist das nächste Squad. Was ist bei mir? Bei mir sind links und rechts 5 Squads um mich rum. Und alle fighten gerade. Ich sehe nur Schüsse auf meiner Anzeige. Oh mein Gott, ich wurde gesehen. Run. Oh mein Gott, er springt auf einmal im Busch einen Baum rein. Weg von mir. Und während Magicin weiter weggelaufen ist und ein neues Versteck gefunden hat. Warte mal, kann ich da rein? Da kann man hier rein. Oh mein Gott, das ist das Versteck. Perfekt. Ich habe die Runde gewonnen, GG's. Wie, du hast die Runde gewonnen? Digga, so funktioniert das nicht. Kamen dann auch bei mir die ersten Leute vorbei. Oh mein Gott, warte mal. Ich glaube, bei mir gerade jemand geschossen. Oh, bei mir sind welche. Da läuft einer. Direkt vor mir. Ist doch geil, da hast du ein paar Freunde. Er ist ganz kurz vorbeigelaufen, aber er ist wieder weg. Ich glaube, er hat bloß so kurz Moin gesagt. Na, er kommt. Nein, zwei Leute. Rennen auf mich zu. Bitte seht ihr mich nicht. Sie sehen mich. Das sind Bots und die haben einen automatischen Aimbot. Nein, die habe ich gesehen. Geil. Das ist Verarsche. Das ist der Verarsche, dass bei mir Bots vorbeikommen. Ich muss einen Reboot-Switch machen. Wir gehen zu Reckless Railways. Und nachdem ich mich dann nach Reckless Railways aufgemacht habe, um mich dort auf einen anderen Reboot draufzusetzen, ich habe mich wieder umpositioniert. Ich bin wieder da. Kam dann schon nach kurzer Zeit die Zone, weswegen wieder jeder rotieren musste. Oh, die Zone. Oh, ich muss eh rotieren. Perfekt. Ich muss auch early rotieren. Ich bin so chilling. Wie, du bist chilling? Ach, Digga, Alvi ist sogar drin. Ich hau mir ein Brett. Ich muss jetzt richtig early rotieren und mit einem Baum suchen, wo ich rein kann. Sonst habe ich ein Problem. Und während Magicin zu Fuß und ich mit einem Auto in die Zone reinrotiert bin, wurde Magicin aber am Rand der Zone direkt von einem Team gefightet, wo ich ihn aber auch dann gerne zur Hilfe kam. Ich finde es auch geil, dass ich einfach als Challenge habe, mich in Bäumen und Büschen zu verstecken und meine Pickaxe rot ist. Ja, du bist ein Idiot, Digga. Okay, ich bin im Auto drin, ich mach Meter. Oh mein Gott, das ist der Gegner auf Marker. Oh mein Gott, da bin ich. Der läuft gerade Berg runter. Egal, ich nehme dich mit. Oh, hier liegen Metz. Warte kurz. Die sind vor mir. Oh mein Gott. Magicin, komm mit! Komm rein! Ah! Ich hab keinen Turm im Auto, das ist einfach ruhig. Geil. Alles gut, Magicin, ich hab dich doch. Ich steige kurz aus, ich nehme das Auto hier mit. Dankeschön fürs Mitnehmen. Kein Problem. Denn Teamwork makes the dream work. Einfach alles gegen Alvi. Wo sind in Underworld die Reboot-Vans? Das ist jetzt meine Frage. Oh mein Gott, und vorne sind wir hier mit Medaillon. Das Problem, was ich halt habe, ist, dass alle Bäume, die in so sind, sind halt nicht so grün, wie ich es gern hätte. Wieso, Magicin? Das ist eine Einstellungssache. Boah, ich habe gerade Alvi gefunden. Sag mal. Jonas, komm jetzt her, stell dich mal neben mich. Neben mich. Ah, ist schon wieder so ein Meme. Findest du nicht auch, der Stein sieht ein bisschen aus wie Alvi sein Gesicht? Digga, das ist mir so ein Affen mit so einem Mund und hier mit den Augenhöhlen und so, Digga. Holy shit! Okay, Bro. Das war crazy. Sagt der Flopper. Ich jetzt, oder was? Ja, hä? Also, wer sieht eher aus wie ein Flopper von euch beiden? Magicin? Nein. Und während wir uns weiter darüber unterhalten haben, wer jetzt mehr nach einem Flopper aussieht... Warte mal, ich schmeiß hier einen Flopper auf den Boden. Das sieht doch aus wie Jonas. Bin ich zur Tankstelle rotiert
Kid, wo der nächste Reboot-Van war. Ich bin wieder auf dem Reboot-Van. Oh mein Gott, hier sind Schüsse. Das war ich? Hä, was ist das für Nein, der hat die Bäume geupdatet. Man kann sie nicht mehr so geil reinsetzen wie damals. Und wenn ich jetzt einfach weiterhin auf meinem Reboot-Van saß und Magikin einfach random wieder vom Baum gefallen ist. Runtergefallen. Was mach ich jetzt? Wurde aber Ivy im Wasser gespottet. Ich wurde gespottet. Da ist jemand im Wasser. Hä? Neben mir auch. Oh nein. Ich muss einen Flopper aufgeben. Er kommt hinter mir. Die Insel ist gespawnt, Top 24, Jungs. Ich bin abgeschossen schon wieder. Oh Mann, nein. Und ich schaff's noch nicht. Ja, nice. Ich bin vom Baum runter. Perfekt. Ja, super. Gut, dann laufen wir da weiter hier. Und wenn Magikin sich jetzt auf den Weg gemacht hat zur Insel, hat der Bot neben mir einfach angefangen, die ganze Zeit zu dancen. Digga, der Bot danced neben mir. Der macht richtige Schildtricks. Alter, was ein Macher. Nachdem der Magikin sich ein neues Versteck gesucht hat, wurde er aber wieder von den gleichen Bots abgeschossen. Oh mein Gott, ich hab einen Plan. Oh mein Gott, warte mal. Das kann klappen. Magikin on the go. Warte. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Nein. Bro, er schießt schon wieder. Nein, ich kann es nicht. Ich werde die ganze von den gleichen verfolgt. Holt ihn euch. Ich hab so ein Versteck, ich kann es nicht benutzen. Okay, wir sind jetzt hier einfach am Chillen. Der Zug fährt ja gerade vorbei. Wir sind echt noch nicht gespottet worden. Ich dachte, wir haben mit Abstand die schlechteste Taktik. Aber am Ende hat sich dann doch ausgezahlt, glaube ich. Nee, ist noch keiner gestorben, aber Ivy und Magikin wurden jetzt schon beide gespottet. Und ich bin jetzt hier echt chilling, einfach oben auf dem Reboot-Van drauf. Das ist so geil. Ich mein, check, dass ich hier drin bin. Warte mal. Hast du irgendwie im Laufe des Videos schon viermal gesagt? Digga, oh mein Gott. Ja, aber bisher hast du noch keiner gecheckt. Nee. Ich wurde wieder vom Bots gespottet. Und wenn ich jetzt komplett Karma kassiert habe und erstmal weggefahren bin, wurde aber auch Magikin wieder mal gespottet. Warte mal. Let's go. Das ist perfekt. Gut, ne? Das ist perfekt hier. Es wird niemand checken, dass ich hier drin bin. Nein. Bro, es kann nicht sein. Nein. Es sind immer dieselben Bots, die mich verfolgen. Zum fünften Mal schon. Bitte geh doch einfach weg von mir. Die laufen da gegen die Wand. Die laufen einfach gegen die Wand, aber sie wissen, wo ich bin, weil es Bots sind. Ich kann das alles nicht mehr. Alter, ich warte jetzt kurz einfach hier, wo die Zone hingeht. Ich muss in Level Schlä rein. Ich bin in Zone und ich werde vom Bots getriggert. Ich kann das alles nicht mehr, Jungs. Ich hätte eigentlich einen grünen Skin nehmen müssen. Ich bin jetzt hier viel getarnter als grüner Skin und nicht als blauer. Also ich bin ja so gut versteckt hier. Das ist ja geisteskrank. Digga, das ist. Jetzt hab ich hier in der Backe. Ja, ist gut. Ich hole mir dafür jetzt ein geiles Versteck hier. Warte mal. Warte mal, gibt's hier noch ein Reboot irgendwo? Ich gehe genau hier hin. Oh mein Gott, das ist wieder perfekt hier oben. Oh mein Gott, ich komme zu dir, Magikin. Ich darf nicht zu mir kommen. Magikin! Darf's nicht herkommen. Du kannst zur Tankstelle wieder gehen, da ist noch ein Reboot in Zone. Okay, ich geh zum Reboot. Ich chill schön unter der Brücke im Wasser. Jonas, ich seh Bots bei dir. Nein, der läuft zu mir. Nein, er schießt mich schon wieder an, Bro, ich kann das alles nicht mehr. Alter, von mir ist sogar jemand gestorben. Warte mal, das ist wieder ein Bot. Ja, er kommt zu dir wieder. Ja, genau, lauf in die Richtung. Das ist perfekt. Nee. Das ist Verarsche. Das ist eine Verarsche. Ja. Du hast einen Botfight bei dir. Ja, Junge, es ist zum Kotzen, ne, die Bots. Nachdem dann die nächste Zone angekommen ist und noch 16 Leute gelebt haben, ging es jetzt in die finale Phase. Boah, ich bin in Zone, geil! Oh mein Gott, und ich bin nicht in Zone. Ey, mein Reboot ist gerade so noch in Zone. Aber die Bots machen halt Auge. Oh mein Gott, und ich sehe was. Jungs, ich bin Zack. Warte. Willst du sie abbauen? Okay, ich bin raus, alles gut. Hier liegt so viel Loot rum. Weil es nur Bots waren, Junge. Was habt ihr für eine Bot-Lobby, bitte? Okay, der Baum ist es. Dann bin ich schön bei Alvin und bei euch beide in der Nähe. Ist hier vorne noch ein Reboot? Ja, ich bin im Baum drin. Oh, das ist ein gutes Versteck. Ich bin zufrieden damit. Mit dem gehöre ich die Runde. Zum fünften Mal. Gibt's hier noch ein Reboot, Jungs? Ich werde wieder durch den Baum abgeschossen. Ich habe keinen Bock mehr auf Bots, wirklich. Ja, und jetzt, was ist jetzt, hä? Oh mein Gott, Top 14, ne? Und während Magikin jetzt zu Aldi gelaufen ist, wurde ich das erste Mal von richtigen Leuten angeschossen. Langsam glaube ich dir das nicht mehr mit deinen Sports, ne? Oh mein Gott, bei mir sind richtige Leute. Hilfe. Ey! Ich komm runter zu euch, Jungs. Das ist mein Gebiet. Ja. Ich komm zu euch, Jungs. Die Gegner kommen. Ey, das ist mein Spot hier. Wichtig, Alter. Nein, von der Seite. Ich muss weg hier. Ich hab Albi verkauft. Nee, ich bin chilling. Jonas, von wem bist du gerade weggelaufen? Waren die hier oben bei mir? Ja? Nein, die steppen hier. Die waren richtig crazy, Magikin. Magikin, ich will abhauen an der Stelle. Oh! Nein. Oh mein Gott, Jonas, das ist richtig low. Boah, das ist richtig gut. John C, das war's. Nein, bei mir sind noch Leute. John C, das ist vorbei. Ah! Oh mein Gott, die sind bei mir in der Shield-Bubble drin. Oh mein Gott, nein, ist nicht in Zone. Oh mein Gott, ich lebe noch. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Ich werde late rotieren. Ich werde late rotieren. Was geht ab, Balbi? Ich muss leider wieder zu dir kurz herkommen. Digga, ich wurde gerade so gesniped. Okay, wir haben jetzt hier nochmal. Wir können es ein bisschen recovern. Und jetzt ist, glaube ich, die richtige intense Phase geht jetzt los. Ich brauche jetzt irgendwie Wildlife oder so. Weil jetzt wird safe zum Heal-Off gehen am Ende. Und wenn ich jetzt noch Wildlife gefunden habe, hat der Alvi und Magikin auch sehr, sehr viel Druck. Oh mein Gott, neben mir, nehmen uns. Ich hör's. Oh mein Gott, bitte nicht. Lass mich nicht mit dem Messi jetzt schon wasten. Ich muss nach vorne. Nein, das ist ein Gegner, ich muss noch nicht hier hin. Oh mein Gott. Ich bin in Zone, ich chill hier. Alles gut. Oh mein Gott. Mit Magikin und Alvi bereits schon in der Zone, war ich jetzt auch der Einzige, der es irgendwie reinschaffen musste. Egal, wir werden jetzt einfach hier unten rein rotieren. Und hier ist ein Bot. Komm, gib mir was Cooles. Nein. Impulse Days kann ich hier kaufen, oh mein Gott. Nein.
Er weiß, dass ich hier bin. Ich kaufe komplett viele Impulse, damit ihr dich nicht kriegt. Er weiß, dass ich hier bin. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh mein Gott, ich muss hier gerade so weglaufen. Ich laufe dann einfach zu Albi. Ich habe 12 Impulse Nades, 8 Flopper und 6 Splash. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich hab das. Oh mein Gott, der hat Impulse für mich liegen lassen. Danke. Und Flügel, ich hab zum ersten Mal Flügel. Ja, ist mir so geholfen damit. Ach stimmt, du kannst auf Bäume jetzt wieder, ne? Ja. Und dann legen wir mal Flopper. Oh mein Gott. Warte mal, mein Reboot ist doch in der Zone. Ich kann wieder auf meinen Reboot raussetzen, Jungs. Oh nein, auf jeden Fall gesniped. Nein, meine Taktik ist jetzt vorbei. Nein, ich wurde wieder gesniped. Ich wurde wieder gesniped, Jungs. Ich dachte, John C. ist dead. Ich dachte auch. Die sind auf mir. Problem ist, ich kann in keine Bäume mehr rein. Es ist kein Baum mehr so richtig in Zone. Nein, ich kann leider auch nicht. An meiner Wall, Jungs. Jungs, ich komm zu dir, Magicken. Geh weg von mir. Ah, die snipen auf mich, Magicken. Das finde ich geil. Bitte, Daddy. Oh mein Gott, der Bot replaced meine Wall, Bro. Chill. Ist die Wand. Ich geh jetzt in Zone, Ich seh'n Busch. Ich wurde gesniped in der Luft. Oh mein Gott, wieso sniped er mich dann? Aber alles gut, alles gut. Oh mein Gott, nein. Mit jetzt insgesamt nur noch 10 Spielen verbleiben und einer super, super kleinen Zone konnten wir jetzt nirgendwo mehr hin. Und jetzt ging es darum, wer als letztes gefunden wird. Magicken, ich komm zu dir. Geh weg von mir. Ich hab einen Busch. Ich bin perfekt in meinem Territorium. Alter, wie kommt der auch mit dem Auto? Mach ich ja nicht meinen Busch kaputt, ne? Das Busch kaputt! Spinnst du? Let's go! Oh mein Gott, das ist Griefen. Jetzt haben wir alle die gleichen Karten, Jungs. Top 10, Top 8 Leute noch am Leben. Okay, warte mal, ich probier kurz was anderes. Kann ich mich hier reinsetzen? Nein, hinter mir. Oh mein Gott, ein Catwoman-Skin. Bitte nicht. Ja. Oh mein Gott. Nein, ich wurde wieder gesniped. Oh mein Gott, ich bin im Auto drin. Ich habe jetzt keinen Heal mehr. Oh mein Gott, ich bin jetzt in dem Auto drin. Ich sitze jetzt einfach im Auto drin. Albi, nein. Hier ist er. Sagt auch für Eldets. Jungs, es ist ein 3 vs 2. Ein Duo nur noch. Nein. Oh mein Gott. Zone geht far. Die geht komplett rüber zu denen. Der crankt da die 90s. Nein, das kann nicht sein, Jungs. Oh, da unten. Er ist unten. Guck mal, er schaut im Haus wenden. Da ist aber keiner, Dulli. Oh, er steppt in den Busch. Er Sniper, nein. Bitte sieht er dich. Bitte sieht er dich als Beifahrer. Nein. Er sieht dich nicht. Ist er dumm? Oh mein Gott. Jungs, wie machen wir das jetzt? Du hast nur die Flügel, ne? Ne, ich hab noch Impulse. Alles gut, ich bin weg. Tschüss. Haut rein, Jungs. Ich brauche noch genug. Ich hab keinen Impulse mehr. Ich grief ihn. Ich bin auf Fallschaden. Albi, geh runter. Er ist auf Fallschaden tot, Albi. Hä, echt jetzt? Spaß, hab angelogen. Ich bin auf Highground. Nein, bist du nicht mehr. Du bist da. Ich bin auf Highground, hä? Der kommt hoch bei dir, Albi. Spring mich hoch, Albi. Ich bin weg. Oh mein Gott, bei mir! Ja, im Busch, Albi. Holt ihn euch. Wenn die Zone closed, dann geht's zum Heal auf, Jungs, ne? Oh mein Gott, ich bin der Busch. Ich mach Busch Camp Dead. Ich bin der Busch. Digga, Albi, was willst du von mir? Ruhe. Nein, hab ich gesehen. Digga, Albi, tötet mich. Ah, Magicken. Wer baut denn hier? Ah. Kann ich sein. Hoi, mein Jungs. Albi, splash mal. Nein, mach ich nicht, mach ich nicht. Nein, ich bin tot. Ja, Albi ist raus. Ich hab so viel Stuff. Magicken, es ist eine Sache zwischen dir und mir. Ich hätte Impulse nehmen müssen. Magicken macht so... Nein, die ganzen Flopper, oh Gott, er hat alles, ne? Oh Mann, also hab ich gefokust jetzt von beiden da an der Stelle. Egal. Magicken wird sterben an Zone. Ich glaube, du musst wirklich rein, ne? Die fighten mich nicht mal, Magicken. Oh, ich werde gefallen. Hä? Wo kommt Magicken wieder her? Alles gut, ich bin da, Jungs. Magicken, mach nicht diese jetzt. Nicht in die Zone griefen. Magicken, mach nicht den hier. Digga, Magicken, willst du Karma kassieren? Ich schwör's dir bei Gott. Nein, du Stück Scheiß. Nein! Du musst eigentlich unter dich impulsen, damit ihr beide wegimpulsen werdet. Die denken sich auch noch so, die Gegner, was machen die? Die denken sich so, sie dominieren. Ah! Jetzt impulsen! Er hat nämlich den Juice drin gehabt. Nein, Flo. Oh mein Gott. Oh! Nein, er ist in mir drin! Er ist in mir! Putsch. Nein, er ist in mir. Flo hatte keine Builds. Flo hatte keine Builds mehr. Ich gewinne das noch. Ich hab den einen mitgenommen. Schade. 13 Kills hat er. Die zweite Runde geht los. Magicken Flut kriegt aktuell 1-0. Zu null, ne? Also ihr müsst jetzt Gas geben, Albi, ne? Mein Ziel ist es einfach nur nicht letzter zu sein. In dieser Runde ist Albi zu Yacht, ich Richtung Drohnenfabrik und Magicken Richtung Fencing. Dabei haben wir uns alle hochgeloot und als ich dann nach Fencing rotiert bin, ging die Action los. Boah, ich finde die ständig Okay. Schieß jemand auf mich. Geil, man hat so viel Stuff. Oh, bei mir ist einer. Bei mir sind so viele. Ah! Das sind echte! Alter, kann ich mich jetzt einfach auf den Reboot setzen? Ich bin so ein Risk-Taker. Ist gar nicht smart eigentlich, was ich hier mache. Falls wir in die Savanne und setze mich in meinen richtig geilen Baum rein.
Oh mein Gott, ich kann hier, oh mein, nein, nein, nein! Ich hab 12 Impulsnades nur durch Looten, was ist das denn? Im Anschluss daran bin ich ja wieder zurück zum Bot gelaufen. Oh, ich kann mir den Impulsnades wieder kaufen. Und danach habe ich mich auf den Reboot von Fencing einfach draufgesetzt und da ging dann ein riesiger Fight los. Hör, die stehen auf dem Zug drauf. Oh mein Gott, das ist ein gutes Squad. Die schießen sogar vom Zug runter. Es leben nur noch 36 Leute. Oh mein Gott, bei mir direkt Klaus Schüsse. Direkt Klaus Fight. Oh mein Gott, ich hab mich erschrocken. Findest du das geil, dass direkt close bei der Gegner sind? Ich hab schon die Schildbubble ausgeswitcht. Wenn ich angeschossen werde, instant Schildbubble wegimpulten. Magic, komm mal her, wenn du Eier hast. Ich muss sowieso gleich kommen, weil die Zone bei mir ist. Und ich habe auch eine Münze im Nacken drin. Das gefällt mir alles hier gerade gar nicht. Oh mein Gott, da oben fliegt einer. Da oben fliegt einer mit Flügel. Die kommen zu mir. Die fliegen direkt zu mir. Die wollen dich. Die fliegen weiter, die haben mich nicht gesehen. Oh mein Gott, die fighten vor mir. Warte mal, die fighten vor mir, Magikin. Oh mein Gott, die sind so dick am Fighten da. Direkt neben mir. Das ist gar nicht gut. Und ich chill hier einfach auf dem Reboot-Van, während die sich da hier die Köpfe einschlagen. Alter, wir spectaten. Er geht hoch. Er wird gefightet. Der eine dasht mit Flügel nochmal rein. Blieft ihn. Oh mein Gott, hier fliegt noch einer. Über mir fliegt noch einer. What? Da kommt einfach noch einer reingeflogen. Ey, es sind gerade 2 Münzen auf mir. Und da kommt noch einer. Okay, also was jetzt hier abgeht, das ist bodenlos. Ich muss hier, glaube ich, einfach auf dem Reboot sitzen bleiben. Ich muss das out healen. Digga, dieser Bot, wie er da rumläuft, Digga. Der Bot will einfach genauso weg wie ich. Und der läuft jetzt auch rein. Der fliegt auch. Digga, es sind 3 Teams, die hier fighten. Oh mein Gott, er dasht rein. Der andere geht hoch. Er hat ihn die Treppe rüber geplaced. Oh, das sind ganz dicke Fights hier. Oh, er will in die Box rein. Er hat das Dash-Medaillon. Oh, er ist in der Box drin. Ey, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was ich hier sehe. Ich fahre jetzt einmal um die komplette Map, einfach nur, damit ich jetzt die Impulsgranate leer kaufen kann, was du mir gerade eben gesagt hast. Deswegen danke nochmal dafür. Was ist das? Ist das eine Münze auf dem Boden hier? Das ist ein Osterei. Bei mir ist ein Osterei. Und bekommst du Gold. Lol, cool. Ey, Tresor ist bei mir offen. Ich habe jetzt den besten Loot. Ich habe 7 Flopper, ich habe 1 Juice, ich habe 4 Splashies und 6 Impulsnets. Keiner mag angebe, wirklich. Im Anschluss daran ist die Zone weiter rotiert, wo ich jetzt erstmal auf meinem Reboot-Van einfach sitzen geblieben bin. Okay, bleiben hier nochmal ein bisschen sitzen. Währenddessen waren Alvi und auch Magikin bereits schon in der Zone drin und Magikin hat dann nochmal einen kompletten Tresor für sich alleine. Oh mein Gott, der komplette Tresor ist unlootet. Das ist perfekt. Im Anschluss daran haben sich bei mir dann die Fights aufgelöst und die Leute sind weiter rotiert. Oh mein Gott, er dasht los. Er dasht los. Oh mein Gott, das ist ein 3er-Team, ne? Bitte sieht er mich nicht. Ich habe Angst, einfach so einen random Headshot-Sniper zu kriegen. Der Fight hat sich aufgelöst. Oh, okay, die haben mich beide nicht gesehen. Die haben mich beide nicht gesehen. Da vorne fliegen sie. Let's go. Als die Zone sich dann geclosed hat und die nächste Zone immer noch in Ruined Reels war, bin ich dann dorthin rotiert, um mich auf den Reboot-Vendor dorten zu setzen. Oh, perfekte Zone. So ideal. Wow. Ich gewinne die Runde. Digga, du sagst es schon die ganze Zeit mit deiner... Digga, bei jede Kleinigkeit, die passiert, Magikin. Oh mein Gott, so perfekt. Ich gewinne diese Runde. Ey, bei mir sind alle Medaillons, ne? Also im Wasser, ich bin hier so offen die ganze Zeit. Während Aldi weiter rotiert ist und sich anschließend wieder unter seiner Brücke versteckt hat, hat auch Magikin wieder seinen alten Hiding-Spot eingenommen. So, zack. Und das ist mein Versteck. Das ist ideal. Noch nie war ein Versteck so gut. Jungs, ich bin genau im gleichen Spot wie letzte Runde. Let's go, wichtig. Und somit war ich auf dem Reboot-Wagen, Alvi unter der Brücke und Magikin auf seinem Tiger. Und in der Zwischenzeit, wo wir in unseren Verstecken waren, gab es ein Team, was die komplette Lobby zerstört hat. Es ist eine Top-17-Situation. Das heißt, die Runde ist deutlich ansteckter. Das bedeutet, wir werden viel früher gechased wahrscheinlich vom letzten Team. Und das wird so ein Letzter, sage ich. Hey. Das wird so ein Letzter. Ich werde es tryharden gleich. Komm schon, bitte kommt die Zone. Ich sag, sie geht zu Reckless Railways. Die haben das Safe-Zone, weil die Zonen-Perk haben. Da ist Safe nicht die Zone bei denen. Oh, ich bin drin! Ich bin auch drin. Alvi ist nicht drin. Das ist fully easy. Ich kann einfach über komplett unten rein rotieren und dann mich ins Haus wieder chillen. Und während Alvi in die Zone rotiert ist, hat das letzte verbleibende Trio den Solo geholt, sodass nur noch das Trio und wir übrig waren. Oh, die haben einen. Alles Knock. Top 2! Top 2! Top 2! Oh mein Gott, stell euch vor. Stell dich mal ganz kurz vor, die machen jetzt einen Auftrag und haben irgendwie den Kopfgeld auf uns. Okay, wer wird als erstes gefunden, Jungs? Wer wird als erstes gefunden? Oh mein Gott. Wir sind an 3 verschiedenen Ecken, ne? Und sie sind komplett auf der anderen Seite. Eieiei. 4-Corner-Challenge gegen Gegner. Jetzt zeigt sich mal wirklich, wer die beste Strategie hat. Magikin in den Bäumen, ich auf dem Diebelbäumen und der Ivy im Wasser. Ja gut, ich bin gerade am Strand, ne, to be honest, weil da ist es viel zu offen da. Die sind out of zone, schau, wo die Rand noch lang rotieren. Ja, irgendwie das Gefühl, dass jetzt bei mir gleich reinrotieren, das gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, die rotieren wirklich in deine Richtung. Die gehen absolut levelisch leer. Die haben wirklich gutes Versteck, also die können ruhig herkommen. Ich bin tatsächlich bereit für die. Oh Gott, ich seh die. Ich muss mich ganz rückfalten jetzt, hier. Alter, die sind direkt bei dir. Oh mein Gott, Zone geht. Ich seh, der macht eine Parcours da hinten. Ich muss jetzt rotieren, weil jetzt sind die noch weit weg. Ja, smart. Magikin, ich würde mal losrotieren. Nee, gar nicht, gerade noch nicht. Die schneiden mir gerade zu dritt in den Weg ab. Aber die rotieren gerade. Boah, die haben alle einen Schwitzer-Skin drin. Lang, alle, ne? So eine Stein-Pickaxe. Das sind das richtige Schwitzer, oder was? Ja, das sind wirklich richtige Schwitzer. Die fahren jetzt mit Auto Richtung Alvi. Die sind geriftet, oder? Ja, die fliegen in so ein... Warte mal, ich müsste die jetzt eigentlich gleich sehen. Warte mal. Ich seh ihn. Er fliegt bei mir lang. Nein. Bitte hat er keine Sniper.
Oh mein Gott, er ist genau bei mir. Die sind alle drei genau bei mir. Ich rotiere so krass über... Oh mein Gott, nee, Jonas ist vor mir. Ja, es ist richtig gut. Ich bin alleine. Ich bin auf der anderen Seite von euch. Das ist perfekt. Oh mein Gott, ich muss jetzt los. Ich muss jetzt los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wer wird als erstes gesichtet? Oh mein Gott, auf mich sniped er nach. Nein. Hat er mich gesehen? Ey, bitte, bitte, sieht ein Team euch, bitte. Ich mache gerade so die ideale Rotation. Also besser kann man gar nicht reinrotieren. Und während Magic ging perfekt am Zonenrand rein und Ivy hinter dir gedasht ist, war mein Ansatz ein ganz anderer und zwar einfach so lang wie möglich in der Zone zu stayen. Oh mein Gott, Digga. Okay, wir bleiben in Zone. Jetzt ziehe ich nur noch. Oh mein Gott, ja, das kann nicht sein. Ey, Jungs, es ist so spannend, ne? Ich bleib einfach in der Zone. Die Zone ist so weit weg von mir. Und was macht Jonas da? Du schaffst das doch nicht mit Healen. Oh mein Gott, die sind alle bei der Tanke, ne? Geht sich niemals aus bei dir, oder? Doch. Oh mein Gott, ich sehe die da vorne rotieren. Ich rotiere hinterher, ja, Jungs, was genau? Oh mein Gott, ich sehe die da lang rotieren. Es ist so gut, dass keiner von uns mehr da Jung hat, ne? Weil sonst wären wir echt komplett im Boden. Ey, guck nach Skyface. Oh mein Gott, die sind da vorne. Ja, lustig. Der macht Nighties, der macht Nighties. Schau dir an. Lol, ich seh's. Weil ich glaube, er hat mich gesehen, oder? Er springt runter. Beim letzten Mädel hat er mich gesehen. Ich bin fast in Sohn, Jungs! Er ist bei mir. Er weiß, dass ich hier bin, glaube ich. Nein, es sind zwei bei mir. Er geht zurück. Aber trotzdem, ich komme nicht weg. Was soll ich tun? Ich hab den Albi gesehen. Okay, ich muss jetzt ganz Verrücktes machen, Jungs. Ich rotiere mit dem... Ja, ist so, mein Gott, ihr wisst, dass ich da bin. Colt, wo er ist? Oh mein Gott! Nein, sie haben mich. Ich bin tot. Bitte nicht. Ich rotiere so godlike. Ich bin perfekt rotiert. Ja, ich bin in Sohn. Let's go! Er hat mich! Bitte sieh... Ja! Bitte! Ja, ich habe auch einen guten Spot, ich habe auch einen richtig guten Spot. Ich habe sogar Zone hier. Jetzt, die sind bei mir. Ich geh zu Ivy! Ah, ich wurde in der Luft gesniped! Oh, ich habe so gut in dem Stein, ich bin ideal hier. Ivy, pass auf, deine will dich. Oh mein Gott, ich bin so confident. Nein. Ich muss wieder weg. Nein! Ja! Nein! Ich wurde gesniped! Bitte get down, Jungs! Bitte get down! Und nein, ich bin tot! Bitte nicht! Ja. Oh mein Gott! Jonas! Er ist im Baum! Nein, bin tot! Okay. Ich komm nicht hoch! Runter mit dir! Nein, ich bin zu! Nein, ich bin tot. Ja, nein. Let's go. Nein, das kann nicht sein. Oh mein Gott, Digga, das gibt es nicht, ne? Er macht Heal auf, Digga. Oh mein Gott, Digga. Die denken sich auch noch sowas haben. So, Jungs, das war's mit dem Video. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal. Da wird's auch sehr, sehr gerne. Creator Conjonzi. Hier sind auch wie immer alle Ehrensupporter eingebettet. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.